So, wir stellen uns einfach mal vor, wir haben hier so eine, weiß nicht, so ein Grid nennt man das, glaube ich. Ein so ein Ding soll ein Pixel darstellen, aber wir haben das jetzt in Subpixel unterteilt. Deswegen, ich male hier mal so Punkte rein. So. Das heißt, wir haben pro, wenn das Ding hier, wenn ein so ein Teil hier, wenn das ein echtes Pixel wäre, dann hätten wir also für jedes Pixel 16 Subpixel. So. Und jetzt male ich mal eine Linie hier rein, die eben so auf dieser Auflösung mit den 16 Subpixeln gemacht ist. Also quasi haben wir ja, dadurch, dass wir jetzt für jedes Pixel 4x4 Pixel haben, haben wir ja quasi die, ist das dann die vierfache Auflösung? Irgendwie sowas. Na naja, gut. So, da haben wir jetzt irgendeine Linie durchgezogen. Die ist natürlich jetzt auch pixelig, aber wir stellen uns jetzt vor, dass das so eine Vektorlinie ist. So, und jetzt fangen wir einfach an, das Ding entsprechend der Anzahl der Pixel, die da drin enthalten sind, auszumalen. Ist eine sehr ätzende Arbeit. Dazu habe ich einfach mal, wir haben vier verschiedene Möglichkeiten, die gegeben, oder fünf verschiedene Möglichkeiten, die gegeben sein können. Die maximale Anzahl an Pixeln in einem so ein Feld sind vier Stück. Deswegen werden wir bei vier Pixeln so eine fast vollrote Farbe nehmen. Für drei Pixel, das ist die zweite Möglichkeit, werden wir ein bisschen weniger nehmen, für zwei Pixel wieder weniger und für ein Pixel noch weniger und für kein Pixel natürlich nichts. Und genauso male ich es jetzt einfach mal aus. So. Blöd an der Linie ist jetzt, dass es immer so Zweierdinge sind. Aber gut, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Ich zoome mal ein bisschen raus. So, was uns jetzt bei der Sicht immer noch stört, ist das Grid jetzt. Deswegen wollen wir das einfach mal entfernen. So. Jetzt können wir ein bisschen rauszoomen und wir sehen es schon ein bisschen besser. Wir zoomen wieder rein. Und jetzt schiebe ich die ganzen Pixel mal zusammen. So, ein bisschen zusammengeschoben. Dann zoomen wir jetzt mal ein Stück raus und weiter und weiter. Also es sieht hier schon ein bisschen. Okay, man darf jetzt nicht, das ist eine andere Linie hier. Es sieht schon ein bisschen weicher, würde ich mal sagen, aus. Oh, das war zu weit. Also es sieht ein bisschen, ja, entgeleist aus eigentlich. Vielleicht als Beispiel gerade nochmal, das ist eine Linie, die ich vorher testweise gemacht habe. Die hat den Vorteil, dass man für Demonstrationszwecken hier so ein bisschen ein besseres Muster in der Linie drin hat. Und trotzdem auch, aber wenn man rauszoomt, kriegt man diese eingedeutet entgeleist gerade da rein. Das heißt, nur um nochmal kurz zusammenzufassen, was haben wir eigentlich gemacht? Hier ist ein paar mehr Versuche drin, wie man sieht. Was haben wir eigentlich gemacht hier? Wir haben die tatsächliche Pixelfarbe, weil eigentlich ist ja hier, das ist ja das, was ich hier mit zeigen wollte, eigentlich ist ja, ups, das Teil hier, ein so ein Ding hier, ist ja ein Pixel. Aber wir haben das halt in 4x4 Pixel aufgeteilt und dann gesagt, okay, je nachdem, wie viel von unserer Linie da drin ist, dementsprechend verändern wir dann den tatsächlichen Wert von diesem Pixel. Also wenn eben so viel wie möglich drin ist, dann wird es eben ganz rot. Und wenn so wenig wie möglich drin ist, dann wird es eben sehr wenig rot. So, wir überlegen uns einfach mal, was passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Linie hier ziehen. Wie sieht das dann aus? Dann stellen wir fest, überall sind vier Pixel drin. Entsprechend würden wir jetzt mal abkürzend sowas in der Form hier bekommen. So, jetzt aber. Wenn wir dann da ein bisschen rauszoomen. Also, okay, das sind natürlich jetzt fünf Pixel, weil ich natürlich den Rand mitgenommen habe. Aber das wäre dann quasi, so, das wäre dann quasi unsere Subpixel-Entialized einfache Gerade. Weiß nicht, ob die gut aussieht.